das Handy einmal stumm schalten und dann kann es auch direkt losgehen. Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Worum geht es heute? Es geht um die Absauganlage. Die Selbstbau-Absauganlage, die ich jetzt schon seit 4 Jahren im Einsatz hatte. Ihr kennt ja Staubsauger, Zyklonabscheider. Diese Geschichte, die hatte ich auch bei mir in der Werkstatt und die hat auch bisher wunderbar funktioniert. Ja, letzte Woche bei meinem letzten Projekt hat der Staubsauger den Geist aufgegeben. Deswegen musste ich den letzten Schnitt noch ohne Absaugung machen. Deswegen hatte ich auch jede Menge Staub hier in der Werkstatt. Staub in der Werkstatt ist nicht gut für die Gesundheit und ihr müsst jedes Mal kehren und sauber machen. Die Filter sehen auf jeden Fall sauber aus. Okay, etwas Staub ist drin, muss man auch ausbauen. Hier haben wir dann den Staubsaugerbeutel, den können wir hier einfach rausziehen. Und ja, ist leer. Also da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Reststaub vom Verkäufer drin, also von seiner Arbeit. Und der Staubsauger innen drin ist ziemlich sauber. Beutel wieder hier rein, Klappe zu, zack. Also sowas hier, ne? Sowas kann ich überhaupt nicht sehen. Also, habe ich hier nicht noch einen anderen Reiniger da? Ich packe da jetzt noch ein bisschen Glasreiniger rein. So, und Kabel lasse ich jetzt erstmal hier weg und dann legen wir mal los. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich habe es jetzt mal auf den Lappen drauf gegeben. Ja, hier sehen wir die Schramme. Die versuche ich jetzt hier mal erstmal mit der Hand vielleicht. Ja, die Schramme ist weg. Hier nehme ich einfach ein bisschen Cockpit-Spray und gehe da jetzt um über die Rollen, über die Kunststoffoberflächen. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Viel, viel schöner, viel sauberer. Ich will ja nicht, dass es neu wird, sondern es soll einfach sauber sein. Das ist jetzt der zweite Teil und heute bauen wir uns den Auffangbehälter mit dem Zyklonabscheider. Also nehmen wir uns erstmal unser Multiplex. Und dann sägen wir das Ganze zu. Übrigens, hier habe ich noch so einen Aufsatz, der auf den Staubsauger drauf kommt, damit man hier nämlich den Staubsaugerschlauch drin verstauen kann. Werde ich niemals verwenden, weil der Staubsaugerschlauch, den ich habe, der ist ein dickerer Schlauch, der passt hier sowieso nicht rein, allein wegen der Länge auch. Werde ich aber jetzt nehmen, um einfach hier diese Form, die wir brauchen, auf die Bodenplatte übertragen. Also gucken wir mal jetzt, ob wir mit der Platte hier reinkommen. Erstmal machen wir die Rundungen rein. Dafür nehme ich mir einfach eine Unterlegscheibe. Ich suche mir mal eine raus, die vom Radius her passt.
legen die Platte einmal hier drauf und gucken, ob das passt. Mit den Radien passt es auf jeden Fall. Wir müssen jetzt aber gucken, dass wir jetzt hier diese Schnitte machen. Wir brauchen ja hier sozusagen Stifte, die hier nachher reingehen. Und da werde ich mir jetzt mal anzeichnen, wo ich die Sägeschnitte machen muss. Einmal hier. Schauen wir mal, also von den Abständen her passt es, da ist ausreichend Luft, allerdings kriege ich das trotzdem nicht rein, weil wir das Ganze ja so schräg reinlegen müssen und dafür ist das Material, diese Stifte, einfach zu dick. Die müssen wir ein bisschen dünner machen, also nehmen wir uns mal einen Stechbeitel und arbeiten uns das mal runter. Ja, diese Ecken hier, die muss ich auch bearbeiten. Habe ich jetzt hier gemacht. Ein Radius kann ich da jetzt nicht perfekt hinschleifen. Ja. Es passt. Nicht. Nein. Nein. Ach so. Ja, stimmt. Das habe ich jetzt auch voll vergessen. Ha. Ja, hier. Die Schieber, die haben ja auch solche Nasen. Auch da muss ich jetzt einen Schnitt reinmachen. Oh mein Gott, das ist echt eine Fummelarbeit jetzt. Also hier muss ich auch noch einen Schnitt machen, weil da wieder so irgendwelche Kunststoffdinger sind, die mir auf die Nerven gingen. Aber jetzt passt es perfekt. Dann nehmen wir unsere Leimflasche, unseren Pinsel. So. Ich glaube, ich muss da jetzt auch nicht so viel Leim nehmen. Brauchen wir nicht zu warten, können direkt weiterarbeiten. So, jetzt geht es weiter mit dem Kasten, der Auffangbehälter. Ja, das ist ja der eigentliche Kasten. Und zwar werde ich einmal den Boden nehmen. Hier kommen dann die Seitenteile, also die Wände. Ich werde das Ganze schön verleimen und verschrauben.
Ich muss mal kurz was loswerden. Die Schraubenlöcher, das stört mich total. Jetzt habe ich da so ein schönes Material genommen, drüber geschliffen, schön glatt. Und dann habe ich hier diese blöden Schrauben drin, die man sieht. Das geht mir so auf die Nerven gerade. Ich glaube, ich werde die einfach zuspachteln. Ja, ich werde die zuspachteln. Wir haben 11.35 Uhr. Jetzt habe ich länger als 4 Stunden gewartet und diese Spachtelmasse ist nicht ausgehärtet. Und wisst ihr warum? Weil ich Idiot vergessen habe, den Herd dabei zu mischen. Hier, das ist ja wie Kaugummi. Das bröselt hier einfach runter. Ich weiß nicht, wie ich sowas vergessen kann. Naja, Schwamm drüber. Das sieht doch viel besser aus. Also ganz ehrlich, also unten mache ich ja nicht. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Unten werde ich die Löcher nicht zumachen. Das ist uninteressant, sieht keiner. Da kommt der andere Boden dran. Und deshalb ist das egal. So, 267, 367, das sollte der Boden sein. Genau, jetzt gehen wir nämlich hin, nehme ich mir ein Beispiel, ja, ja. Ich nehme mir einen Bleistift und dann markiere ich mir die Kanten, wo dann die Gärungen hinkommen. Ja, hier kommt keine Gärung, natürlich kommt da eine Gärung hin, was erzählst du da? Das wird doch ein geschlossener Kasten. Habe ich denn jetzt... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Hier wird doch, da habe ich wieder einen zu wenig gesägt, oder was? Als ich mir das Videomaterial vorhin angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ich in den letzten Minuten keinen Ton hatte. Das hat mich natürlich total geärgert, deswegen habe ich da ein bisschen Musik drunter gepackt, damit das Video nicht so beschissen rüberkommt. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Lackarbeiten. Der Kasten hier wird nämlich lackiert. Ja, welchen Farbton? Ihr dürft dreimal raten, Anthrazit 7016. Damit werde ich den Kasten jetzt streichen, beziehungsweise mit der Rolle lackieren. Umgerührt habe ich das Ganze. Da ist jetzt zwar noch was drin, sollte aber definitiv reichen. Der Lack ist jetzt hier trocken, der Deckel ist trocken.
Nur der zweite Boden, da hatte ich noch ein bisschen nachgearbeitet. Das muss noch trocknen, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Wir machen weiter mit dem MDF-Auffangbehälter. Da muss ich noch ein Loch reinbohren, damit ich den Behälter nachher natürlich aus dem Kasten rausziehen kann, wenn er dann voll ist. Ich könnte jetzt natürlich direkt loslegen. Von vorne würde das Loch gut aussehen, aber hinten wird uns das MDF aufplatzen bzw. ausreißen. Das wollen wir nicht, deswegen nehmen wir uns einfach ein Stückchen Restholz, machen das hier fest oder halten das da dran. Am besten mit einer Zwinge, damit das schön fest dran gepappt wird. Sauber. Ja, das ist echt passgenau. Nachdem der Auffangbehälter hier reingeschoben wird, wird das Ganze natürlich vorne mit einem Deckel verschlossen. Der sitzt jetzt perfekt dran. Aber um das Ganze natürlich zu befestigen, habe ich mir überlegt, diese Schrauben zu nutzen. Ja, da müssen natürlich Gewinde in das Holz rein. Und das mache ich hier mit diesen Gewindemuffen. Ja, die kennen wir, die habe ich sehr oft benutzt. Funktioniert super. Also lassen wir den Deckel jetzt erstmal drauf und dann markieren wir uns die Stelle, wo die Löcher reinkommen. Und später drehen wir die Muffen ein. Jetzt kommt der 9mm Bohrer. Damit werden wir das Loch an die Seitenwand reinbohren. Ja, das ist perfekt mittig hier. Es ist nicht 100% mittig, aber da müssen wir echt vorsichtig sein, weil wie gesagt, mit einem 9mm Bohrer kann es natürlich passieren, dass wir hier das Seitenteil beschädigen. Also ganz vorsichtig, circa 1,5 bis 2 cm reinbohren. Ah, ich sehe schon, das wird echt, das tut weh. Fuck. Ist das auch tief genug? Ja, das passt. Gerade wie möglich. Ich hoffe, der Kasten geht jetzt nicht aus. Und seht ihr, das ist wirklich sehr, sehr knapp. Ich möchte nicht, dass es an der Seite kaputt geht. Tut es aber. Ah, Mist. Ja, boah. Das ist echt eine sehr knappe Geschichte. Aber es reicht völlig aus. Auch hier. Einmal reindrehen. Vorsichtig mit Gefühl. Jetzt kommt nämlich hier so ein Schaumstoffband. Das habe ich auch aus dem Sanitärbereich geholt im Baumarkt. Kosten 2 Meter, irgendwie 2 Euro oder so, 2,50 Euro. Das kleben wir uns jetzt hier auch an die Kante. Dass ich das nochmal ab. Ist viel einfacher, wenn man es vorher abschneidet. Wo waren jetzt die Muffen?
genau. Das reicht völlig aus. Man braucht da jetzt wirklich nicht sehr viel reinzudrehen. Es ist fest und vor allem dicht. Den Kasten drehe ich jetzt einmal um. Ich muss natürlich erstmal gucken, in welche Richtung ich das Ganze verschrauben will. Ich soll ja so dran, wenn ich den jetzt so dran mache, so rein. Nee, dann muss ich andersrum machen. Perfekt. Ja, die Schieber. Ja, jetzt wie in der blöden Lackschicht lassen die Schieber sich nicht so einfach reindrücken, aber es geht mit der Zeit. Wird das sowieso ein bisschen ausleiern, deswegen lassen wir das jetzt erstmal so. So. So, das Loch, das mache ich hier mit dem Kreisschneider. 66 mm Durchmesser. Hierbei bitte vorsichtig sein, das Ding hat echt ordentlich Power, wenn ihr da mit dem Finger dran kommt oder auch hier mit dem Handgelenk immer stabil halten. Am besten hier gegen den Körper und versuchen, schön gerade reinzubohren. So, von oben kann ich jetzt sehen, ob ich mittig bin. Dann nehmen wir mal den 5er Bohrer. Jetzt können wir die Dichtung einmal drauflegen. Dann unseren Zyklonabscheider. Schraube Nummer 1 hier rein. Klopfen wir nachher schön mit dem Hammer durch. Hey, was hängt denn da? Ach so. Ach, ich Idiot, ey. Ja, die Schrauben, die hängen da durch und ich krieg den Behälter nicht raus. Ah. Mist. Junge, Junge, Junge. Hey, Moment mal. Die Schrauben dürfen ja gar nicht raushängen. Da krieg ich den Behälter ja nachher nicht mehr rein. Ach Mann, ey, ich muss damit Holzschrauben arbeiten. Mist. Ja, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Dann stecken wir das Ding hier drauf. Das Problem ist, ja, bei dem Schlauch, dass es da einen Knick gibt. Aber egal, das kriege ich auch noch hin. Hier ist noch ein bisschen Dreck von vorhin. Das kippen wir schön auf den Boden. Hier ist nichts drin. So, dicht ist es auf jeden Fall. Und jetzt können wir loslegen. Seht ihr das? Es ist auf jeden Fall eine kompakte Bauweise. Es ist einfach gebaut. Für mich perfekt, für die kleine Werkstatt. Vielleicht ist es auch interessant für euch. Wenn es natürlich zu klein ist für euch, dann baut ihr das Ganze etwas größer. Der Schlauch, der wird auf jeden Fall ersetzt. Der ist mir nicht stabil genug. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine angenehme Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.